Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Wir sind jetzt angekommen, da wo wir hin wollten. Guck mal, Matthias, wir können die ganzen Tuben da oben raufstellen dann. Wir sind jetzt bei My Wellness. Das ist keine Kooperation oder irgendwas. Das ist hier wirklich selbstbezahlt. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich gebe euch meine Roomtour. Hier will ich heute ein paar Fotos machen. Das ist die Durchreiche für Essen, Trinken, Hygieneartikel, also so Handtücher und so und Sachen. Ja, dann hast du hier die Eingangstür. Dann sieht man das so. Dann hast du hier halt ein kleines WC. Dann die Wolke hier mal rein. So. Dekorativ. Massageliege mit Wasserstrahl, ultra geil. Whirlpool. Richtig schön. So eine Regendusche. Und das hier ist so geil. Das ist mit ganz rot und ganz warm. So ein richtiges Solarteil. Richtig schön. Flatscreen. Und eine finnische Infrarotsauna mit Salzrückwand. Voll schön, da freue ich mich schon drauf gleich. Genau. Jetzt bekommen wir erstmal unsere ganzen Handtücher, die wir bestellt haben, Getränke, Peelings, Massage, Joghurts und ja. Ich habe auch noch Haarshampoo mitgenommen, dass wir dann gleich uns noch quasi zum Schluss nochmal abduschen können. Genau. Mal gucken, was wir hier Schönes an Fotos machen können. Ich bin gespannt. Maris, findest du es nicht auch voll kalt hier drinne? Oh, er ist eine Puppe, er bewegt sich nicht. Leute, soll ich euch zeigen, was ich jetzt alles machen kann? Ich kann ihn jetzt mit meiner Zunge im Ohr rumlecken oder in die Nase beißen und er würde sich nicht bewegen. Soll ich euch das zeigen? So. Ja, wir haben jetzt, also das ist schon wieder eine ganz krasse Geschichte, das ist jetzt meine zweite Sequenz heute und wir haben es einfach eiskalt 18 Uhr. Oh, wie schön sieht der Mond aus, bitte? Alexa, Küche 100%. Okay, wenn ich das hier sehe, dann denke ich mir so, okay. Man sieht sich morgen. Erstmal ist es hier unten drinne saukalt. Ich weiß gerade nicht, warum. Ist die Heizung an? Ja, doch, ich würde sagen, der Boden ist an. Hier, sogar sie hier ist schon wieder zu Hause. Was ist denn hier eigentlich mit den Kartons? Diese arme Katze, ey, die tut mir auch so leid. Tu mal nicht so. Ja, komm mal her, mein Kind. Komm mal her. Ja, nee, ich glaube, die hat keinen Bock. Lass sie jetzt runter. Okay. Spring. Guck mal, sie lässt sich einfach so gleiten. Mami? Ja, ist wirklich so, ne? Mami, du weißt nicht, was ich gekriegt habe. Ein Marshmallow-Cookie. Nee, ich geh weg wieder. Ich kann Bock mehr drauf. Ich erzähl euch ganz kurz die Dramatik. Nicht Dramatik, sondern die Problematik. Was? Und wann? Hä, da waren wir doch hier. Ja, was soll ich sagen? Ach doch, da ist doch noch was vorne im Briefkasten. Okay. Glaube ich. Und zwar, die Problematik, also wir haben ja bis um 14 Uhr waren wir zu Hause von den Bildern machen. Ne? Da ist ein Bild heute schon online gegangen auf Insta. Sehr geil, sehr gute Resonanz. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann habe ich heute ein ernstes zweite Mal die Absage bekommen von My Little Pony. Das heißt, ich habe schon das zweite Mal eine Story eingereicht. Nee, das war das zweite Mal. Jetzt haben wir das dritte Mal gemacht. Ja, du hast recht. Was ist das für eine Mini-Fritz-Cola? Das heißt, ich habe jetzt die dritte Story produziert und ich hatte jetzt sowas von keine Lust mehr, dass ich gesagt habe, Matthias, Alter, ich möchte, dass du mir jetzt hilfst. Das nervt dich.
Und daraufhin haben wir jetzt gerade zusammen das dritte Mal eine Story produziert für My Little Pony. Und ich schwöre euch bei Gott, Leute, ich schwöre euch so hart. Wenn die mir jetzt wieder absagen mit der dritten Story, dann schmeiße ich den Job hin. Da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Das dritte Mal poste ich das. Ich habe alle Kriterien erfüllt, aber die, ach ja, ist ein bisschen lasch. Und wo ich denke, Alter, kann ich mir irgendwas eine Salbe auf meine Nasenspitze knallen? Wegen Wund? Ja. Dann Babyzaubercreme. Ja, irgendwas anderes noch, weil ich finde die nicht. Ich habe die gestern schon nicht gefunden. Ich habe sie, glaube ich, in meiner meiner Tasche. Ich kann heute besser pennen, Alter. So schlimm? Dreimal bin ich aufgewacht. Okay. Einmal nach 2 Stunden Schlaf, dann einmal nach 3 Stunden und einmal dann war es schon morgens. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt schon 18 Uhr. Ihr seht ja, Marlene ist ja schon hier. Das heißt, ich habe jetzt... Morgen habe ich Schule, Donnerstag habe ich frei, Freitag habe ich Schule, dann ist Wochenende weg, dann habe ich Montag, Dienstag frei, dann habe ich Mittwoch Schule. Wo ist meine Babyzaubercreme? Ja, meine Nase tut so. Ja, also keine Ahnung. Wenn die jetzt das dritte Mal absagen. Irgendwann ist Schluss. Ja, genau, es ist halt wirklich so. Ja, ich suche gerade die Creme, warte. Ich finde sie. 50 Euro mit. Oha, jetzt suche ich sie richtig. Meine Futterautomat, oder? Ich habe jetzt da hinten mal die Heizung angemacht, weil irgendwie ist ultra kalt hier unten. Und dabei habe ich durchgehend Hitze. Wenn Matthias gleich runterkommt, oh. Mara sitzt jetzt am Tisch und guckt da Pat. Mara sagt, achso, nee, Papa kommt jetzt auch runter, dann kann ich da den Fernseher ausmachen gleich. Macht er den aus. Ich brauche jetzt die Babyzaubercreme. Wo habe ich die denn hingetan? Warte. Ich habe meine Tube hier rumliegen sehen. Mara, lass sie jetzt. Achso. Aua. Hi. Ich finde sie nicht, Alter. Alter, bin ich wieder erschrocken. Mara! Kannst du bitte mal die Baby-Zaubercreme runterschmeißen? Hey, mein Auge ist auch voll dick. Nein! Lass sie, ein bisschen fauchen darf Nein, sie. Nein, sie hat sie fast geboxt. Gefetzt? Ich will was anderes sagen. Du heb mal deinen Umschlag bitte auf. Sitz. Ist okay. Und jetzt guck, jetzt guck. Bibi. Charlie. Charlie. Guck mal, Alter. Charlie, ist gut jetzt. Charlie, regst du dich mal bitte ab? Quatsch sein, ey. Charlie, nicht so böse sein, Baby. Ach, komm mal, wie sie sich da versteht. Baby. Wie sie auch immer guckt, aber, ne? Guck mal, wo hast du denn die Zaubercreme? Oh, ja, ich guck gerade, ich verstehe dich nicht. Oh, dann los schnell. Mal oben. Hol mal bitte schnell die Baby-Zaubercreme. Mann, du steifes Wurstchen. Los, Mann. Was kommt man jetzt wollt ihr beide was essen, Charlie? Hast du Hunger? Was? Charlie ist angepierst. Komm, ich hole euch was zu essen, okay? Charlie, du brauchst nicht wegrennen. Bibi! Bibi! Charlie! Bibi! 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 Wie das dieser riesen Schüssel trinkt, ey. Ich hab eine E-Mail. Ist das eine Mail? Ja. Von wem? Von My Little Pony, was haben wir gesagt? Oh, jetzt. Mama. Wir müssen normal machen. Hau mir ab, ich schwör bei Gott, wenn so eine Mail kommt, dann komme ich zu dir in die Kita und dann zieh ich dir an den Haaren. Oh, lecker an alle, die essen. Oh, ja. Was ist das? Guck mal das originale Minecraft an. Guck mal, wie ich Oh, was ist das originale Minecraft? Und guck mal, jetzt hin. Alter, sehe ich aus. Nicht wundern, ich habe keinen. Mein T-Shirt hat einen Fettfleck von. Ja, für den von Kaufmanns, ja, Kaufmann Kindercreme habe ich einen Fettfleck auf dem T-Shirt. Aber ich bin heute mal ganz froh, dass ich gestern das Video nicht beendet habe. Weil ich würde mich gerne noch mal rechtfertigen. Mara Maus, komm mal bitte kurz her. Du weißt doch noch die Situation, wann war das? Vorgestern, glaube ich. Als Maris als wir deine Klamotten sortiert haben und Maris dich angenießt hat, ne? Ja. War das schlimm, dass ich ihn angemeckert habe? Nee. Warum nicht?
weil er es sonst immer macht, wenn du nicht da bist. Und das ist scheiße, weil dann kriegt er dafür nie Anschiss. Also was heißt Anschiss? Dann würde ich ihm nicht gesagt, dass er es lassen soll. Weil er macht es mittlerweile auch mit Absicht. Mm, macht er das, ja. Also habe ich ihn quasi auf frischer Tat ertappt. Mhm. Und dann hat er sich ertappt gefühlt. Mhm. Und du wahrscheinlich happy, dass du nicht petzen musstest. Ach ja. Mhm. Und so einer alltäglichen Situation, was im Normalfall passiert, kann man natürlich nicht in so einer Situation, wenn etwas passiert, erklären oder erzählen. Und warum habe ich das drin gelassen? Das habe ich drin gelassen, weil nun mal nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist einfach nicht der Fall. Wenn Mara Scheiße baut und gerade die Kamera läuft und lief nun mal gerade, weil wir gerade Klamotten sortiert haben, und der kleine Stinkstiefel mal wieder reingeschissen hat. Sicher, dass wir Klamotten sortiert haben. Ja, den hellblauen Sack von Marlene und ich das Körbchen. Ich bin echt der Meinung, das ist ja ein Tisch draußen. Nee, das war oben auf deinem Bett. Da haben wir gerade die Oceans Apart Sachen aussortiert und so. Wo du noch diese pinke Leggings dir rausgesucht hast. Ja, die ich gestern schon vor und genau, hatte. Genau, genau. Okay. Geh dich mal fertig machen, hopp. Vielleicht, ja, ist egal. Ich traue mich nicht mehr richtig hinzustellen, weil ich habe hier, wie gesagt, einen Fettfleck von der Creme. Von meiner, was war denn das, Abendroutine. Da muss ich mal schnell Geilseife drauf schmieren. Und ich muss jetzt Maras wach machen, weil ich muss eigentlich schon in 25 Minuten los. Und habe noch nichts an und ich sehe noch so aus. Naja, egal. Also, kurze Rechtfertigung von uns, oder beziehungsweise nicht Rechtfertigung, sondern Erklärung, wieso, weshalb, warum so etwas stattgefunden hat. Es war überhaupt nichts Verwerfliches. Ich habe ihn einfach auf frischer Tat ertappt. Er macht es laufend, wenn ich nicht hingucke, und das geht einfach nicht. Ja, er macht es eigentlich nur hier zu Hause. Draußen würde er sich das nicht trauen, weil er weiß, dass es wirklich ein sehr sensibles Thema ist, in der Öffentlichkeit zurzeit zu niesen, zu husten, sich zu räuspern, zu schnauben und so weiter und so fort. Aber auch hier in der Wohnung, im Haus, hat es nichts verloren. Maris kann die Bakterien, Viren von der Kita mitbringen, genauso wie die Kinder von der Schule. Und da hat man sich einfach gegenseitig nicht anzuniesen. Und wenn man das 50 Mal mitbekommt und beim 51. Mal man es live mitbekommt, dann versucht man es zu stoppen. Und zwar sofort. Und das war das Endresultat. Gut. Bibi? Ich muss unbedingt die Pappe entfernen, weil ich habe hier überall Pappe rumliegen. Für die Katze ist das natürlich ein Freudenspiel hier. Bibi? Die spielt hier und tollt rum in der Pappe, ist ja klar. Okay, also, ich habe meinen Teil gesagt. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen oder verstehen, wie das zustande gekommen ist. Nachvollziehen muss hier keiner etwas. Aber ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass in keinem Haushalt dieser Welt, in keinem verfluchten Haushalt dieser Welt, gibt es keine Situation, wo ein Kind nicht mal Ärger bekommen hat. Ich habe einen Geduldsfaden, der geht 20.000 Mal um die Welt rum und irgendwann ist dieser auch mal dünn und reißt. Und wenn etwas immer wieder passiert und ich nicht dabei bin und ich dann einmal live dabei bin, dann knallt es auch mal. Also ich meine jetzt so im verbalen Sinne. Ne? Um Gottes Willen, ich würde niemals meine Kinder anfassen. Niemals. Könnte ich heulen bei dem Gedanken, weil es wirklich Eltern gibt, die halt sowas machen. Okay, also, ich habe jetzt alles gesagt. Ich muss jetzt Maris wach machen gehen. Ich habe jetzt noch weniger Zeit. Und ich muss mich jetzt mal anziehen gehen und mich fresh machen. Kein Elternteil der Welt kann mir sagen, dass es nicht genauso eine Situation mal gab bei ihm zu Hause. Das war's ja von uns für euch. Bis morgen, macht's nur. Und sorry für mein Aussehen, aber ich musste das schnell loswerden. Ja, das musste ich. Bibi! Man sieht ihr richtig an, dass sie schon wieder Scheiße bauen will. Tschüss.